Die Adventure-Profis von Telltale Games haben sich mal wieder eine neue Comic-Lizenz geschnappt. Nachdem sie The Walking Dead ganz großartig in Adventure verpackt haben, schnappen sie sich nun die Comic-Reihe Fables. Und zwar machen sie daraus die Detektivgeschichte The Wolf Among Us. Aber das ist keine ganz normale Detektivgeschichte, sondern eine ziemlich abgefahrene. Richtig. Wir spielen hier den Sheriff Wolf Bigby, also den großen bösen Wolf aus den bekannten Märchen und Fabeln, der den Fabelkiez bewacht, ein Auge darauf hat. Ja, in dieser Spielwelt, in diesem Comic-Universum ist es nämlich so, dass die Fabelwesen von der fiesen Macht aus ihrem Märchenreich rausgeschmissen wurden und nun in New York ihr Exil suchen. Ganz Richtig. Versteckt von der Öffentlichkeit. Und damit die Fabelcharaktere eben in der Menschenwelt leben können, müssen sie sich Zauber kaufen, damit sie wie Menschen aussehen. Und wer sich das nicht leisten kann, der wird in eine Farm irgendwo im Umland abgeschoben. Genau. Und natürlich steckt die ganze Geschichte voller Intrigen, voller dubioser Gestalten, Bösewichte, Geschäftemacher. Richtig, es hat so einen richtig schönen Film-Noir-Einschlag. Das ist was, worauf ich sehr lange gewartet habe, im Prinzip seit Max Payne 2, und da ist endlich mal wieder schon eine schöne, düstere Stimmung drin. But things change, I guess. Der Spielverlauf ist ja wie bei The Walking Dead auch so ein bisschen in zwei verschiedene Teile geteilt. Einmal gibt es das Untersuchen von der Umgebung und Dialoge. Das ist eher so Adventure-Light und recht klassisch. Ja, wie man es eben schon von The Walking Dead gewohnt ist. Spielerisch eher trivial, dafür eben auf der Handlungsebene bei den Charakteren, den Dialogen wieder sehr stark. Don't overdo it. This is the one. Get up. Es ist auch meiner Meinung nach fantastisch inszeniert. Es trifft den Look der Comics erstaunlich gut. Und auch, obwohl es bloß auf PS3 läuft, finde ich diesen Cell-Shading-Look wirklich klasse gelungen. Ja, also wie du schon sagst, sehr schön anzusehen und wirklich gut inszeniert. It's been a long day. Und eben auch... Die ganzen Fabel- und Märchenfiguren sind wirklich auf so eine charmant düstere Art und Weise auch eingearbeitet. Das bringt ab und zu zum Schmunzeln. Es wird nie ins Lächerliche gezogen, aber immer sehr schön eingearbeitet. Obwohl es sich hier um US-Märchenfiguren handelt, die wir im Deutschen nicht unbedingt in exakt der Form kennen, aber dennoch sind hier viele Sachen dabei, die man auch als deutscher Märchenleser und Kenner verstehen kann. Aber rauchende Schweine, daran kann ich mich nicht erinnern. Nee, das war wirklich anders irgendwie bei den kleinen Schweinchen. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Aber ihr merkt schon, ihr müsst Englisch verstehen. Und zwar gut verstehen, denn die Sprachausgabe ist richtig atmosphärisch und klasse gemacht. Und wer da jetzt bloß Untertitel liest, der hat nur halb so viel Spaß, meiner Meinung nach. Ja, eben weil auch die Dialoge wieder sehr gut geschrieben sind. Also gute Englischkenntnisse sind wirklich Pflicht. Lectured by the big bad wolf. He must have loved that. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Spiels. Der ist ja so an Heavy Rain angelehnt oder eben auch an diese sehr schnellen Entscheidungen, die man in The Walking Dead treffen musste. Ab und zu ist die Kacke so richtig am Dampfen und dann heißt es schnell reagieren. Genauso müsst ihr im Spiel auch Entscheidungen treffen, die sich die Charaktere merken. Also zum Teil auch in Sekundenschnelle. Schön gemacht. Ja, das ist wirklich wieder sehr gut umgesetzt. Man hat auch beim Spielen direkt wieder Lust, dann noch einen neuen Spielstart anzugehen, noch eine neue Runde, weil man eben das wieder diese schöne Illusion der eigenen Entscheidungen hat. Und hier prügelt sich der böse Wolf mit seinem Erzfeind, dem Holzfäller. Und die Prügelei wird noch so krass später, aber das schaut ihr euch besser selber an. Das können wir euch hier fast gar nicht zeigen. Ja.